ungestört den Titeln zuhören. Angeführt, wie gesagt, traditionell unser Umzug vom Spielmannszug 1902 e.V. Im letzten Jahr 120 Jahre alt geworden. Und auch in diesem Jahr feiern sie natürlich wieder das Musikfest. Traditionell an der Goetheschule im September wird das dann vermutlich wieder sein. Auch da sind sie wieder herzlich eingeladen beim Spielmannszug 1902 e.V., der im Übrigen schon auch überregional weltweit unterwegs war. Stäubenparade in New York, sage ich da nur. So, und jetzt hören wir rein beim Spielmannszug. Und direkt hinten dran am Spielmannszug die beiden Stadtoberhäupter sozusagen, nämlich die Oberbürgermeisterin Frau Dr. Risto und daneben unsere neue Rosenkönigin Mona die Erste. Herzlich willkommen bei unserem Festumzug. Das ist die 12. Bernburger Rosenkönigin mittlerweile, die wir haben. So, und die Bernburger Bergknappen in den traditionellen Uniformen gleich hinten dran. Aktuell 77 Mitglieder hat dieser traditionelle Verein und ja, sie befassen sich mit der Wahrung des bergmännischen Brauchtums und den Förderverein Kinder- und Jugendhilfe unterstützen sie auch finanziell. Herzlich willkommen, die Bernburger Bergknappen. So, Frau Rosenkönigin, alles wartet auf Sie. Hier vorne ist die Treppe. Mona die Erste und die Oberbürgermeisterin, wir begrüßen Sie recht herzlich hier bei unserem Umzug. Auch hier oben, bitteschön, daneben auch die anderen Kollegen aus der Rathausführung, Herr Koller, Herr Dittrich. Und wir können weitergehen mit den nächsten Bildern. Herzlich willkommen auch der Jägerschaft Bernburg, die hier wieder traditionell mitläuft bei unserem Festumzug. Und ja, was macht die Jägerschaft? Das ist der Zusammenschluss der Jägerinnen und Jäger aus der Umgebung. Und die Jägerschaft setzt sich ein für die Wahrung der Natur, Umwelt und auch für den Tierschutz. Und wichtige Begleiter und Helfer der Jäger, das sind unter anderem auch die geprüften Jagdhunde, die wir hier heute auch mitgeführt sehen und auch mit dabei die... Ich weiß gar nicht, haben wir irgendwo Falken mit dabei? Ja, da vorne war ein Falke mit dabei. Sehen Sie also auch die Falkner und hier hinten auch nochmal bei den Jägerinnen und Jägern aus der Bernburger Jägerschaft. So, danach kommt der Jugendbeirat der Stadt Bernburg. Sein 5-jähriges Jubiläum feierte der Jugendbeirat unlängst, deswegen auch hier symbolisch die 5. Aktuell sind es 10 Mitglieder, die sich für die Interessen und Wünsche der Bernburger Kinder und Jugendlichen einsetzen. Weiter geht es mit dem Bernburger Heimatkreis. Traditionsgemäß nehmen die Weinbaufreunde des Bernburger Heimatkreises hier am Festumzug teil. Sie tragen die Festtracht der herzoglich-anhaltisch-Bernburger Winzer von 1806. Der Verein repräsentiert den blauen Bernburger. Und nachdem der Weinbau in Bernburg 1911 zu Ende ging, haben sie ihn 2003 schließlich wieder aufleben lassen. Und musikalisch hören wir ihn schon, den Spielmannszug Peißen e.V., aktuell mit 40 aktiven Mitgliedern, der im nächsten Jahr das 65. Jubiläum feiert
Und Interessierte sind immer montags ab 17 Uhr zum Training herzlich eingeladen. Konfettikanonen begrüßt uns Kids e.V. Herzlich willkommen beim Festumzug. Seit 1993 im Bernburger Stadtbild aktiv als Träger der freien Jugendhilfe. Zu Kids e.V. gehören Kindertagesstätten, Begegnungsstätten, betreutes Wohnen, therapeutische Einrichtungen und auch Beratungs- und Beistandsstellen in und um Bernburg. Im Anschluss geht es weiter mit der Kita Villa Kunterbund. Die Kinder und Erzieher sind hier bei uns mit dabei. Seit 31 Jahren werden mit dem Kneippschen Konzept bis zu 105 Kinder zwischen 0 und 7 Jahren betreut, gefördert und umsorgt. Ein weitläufiges Freigelände sorgt dafür, dass die Kids in der Villa Kunterbund auch ordentlich spielen können. Ja, und auch schon traditionell mit dabei natürlich unsere Hochschule hier in Bernburg, die Hochschule Anhalt. Los geht es mit dem Fahrzeug GT 124. Über 3000 Studenten repräsentiert die Hochschule Anhalt heute und angeführt, wie gesagt, von diesem Fahrzeug. So, dann hinten dran, das hier in grün, das ist ein Parzellenmähdrescher, der für die Versuche und die an den Versuchsfeldern in Strenzfeld zum Einsatz kommt. Gefahren von Lasse Gräfermann, ein Student der Hochschule Anhalt. So, und das blaue Gefährt, das ist ein 38er Lanz Bulldog und hinten dran ein Zerbster Wagen mit Bier. Herzlich willkommen, Professor Orzesek, mit zwei ukrainischen Studentinnen, die hier die Partnerschaft der Hochschule Anhalt mit den ukrainischen Universitäten bezeugen. Und sie präsentieren uns jetzt hier auch das beliebte Bier der Lehr- und Versuchsbrauerei. Nicht aus Bernburg, sondern vom Standort Köthen, aber das macht nichts, denn die Hochschule Anhalt ist ja ein Verbund in Dessau, Köthen und in Bernburg. So, wir bleiben beim Alkohol. Aus Bier machen wir jetzt Wein und mit einem 25er Lanz Bulldog und dem Weinwagen geht es weiter. Christoph Geider fährt das Fahrzeug hier und präsentiert das Weinforschungsinstitut der Hochschule Anhalt. Kostproben vom Grauburgunder gäbe es auf dem Wagen. Wenn es nicht schon alle wäre, höre ich gerade. Schade, nächstes Jahr hier vorne extra Fläschchen. So. So, und das hier ist ein John Deere, unschwer zu erkennen, mit einem Tieflader hinten dran. Dekanin Elena Kastanova bringt wieder einmal eine fröhliche Studentengruppe mit. 700 ausländische Studenten lernen an der Hochschule Anhalt aktuell und bereichern so das kulturelle Leben in Bernburg und sind auch künftig natürlich wichtig für die Verbindungen der Wirtschaft ins Ausland. Am 14. Juni ist Klosterfest, das jetzt schon mal vorweg. Da sind Sie auch alle herzlich eingeladen. 14. Juni Klosterfest im Bernburger Kloster veranstaltet von der Hochschule Anhalt. So, und auch die kleinen Wissenschaftler sind dabei, hier auch an diesem John Deere Traktor.
nämlich die Kita Marienkäfer mit ihren Eltern, Großeltern und Erziehern. Und bitte? Aus Leo, Entschuldigung. So, und das ist der Hänger und das Fahrzeug mit der Brockenhexe gefahren. Der Traktor von Sabine Thalmann, das ist die Verwaltungsleiterin der Hochschule Anhalt. Und die verweist hier auf das traditionelle Erntefest in Strenzfeld am 26. August. Auch da sind Sie herzlich eingeladen. Also die Feste und Feierlichkeiten in Bernburg gehen weiter. 26. August, das Erntefest. So, und unschwer zu erkennen am Symbol, wir sind angelangt beim Deutschen Roten Kreuz. In diesem Jahr feiert das DRK Bernburg das 155-jährige Bestehen. Am 27. Juni ist dazu ein Fest angesagt, und zwar am Standort in der Semmelweisstraße 27 bis 28 ab 14 Uhr unter dem Motto Helfen, Betreuen, Pflegen, Retten. Alles aus einer Hand beschäftigt das Deutsche Rote Kreuz 270 Mitarbeiter und auch 100 ehrenamtliche Helfer sowie 170 Kinder und Jugendliche, die sich aktiv hier im Deutschen Roten Kreuz engagieren. Und mit dabei beim Umzug ist auch die Fahrzeugverwertung und Service Heine. Bereits seit zweiter Generation in Bernburg aktiv. Die Firma bietet Annahme und Entsorgung defekter Fahrzeuge, Ersatzteilverkauf, Abschleppdienst und auch einen Zulassungsservice an. Und wir haben auch noch mal eine traditionelle Zunft, wie wir hier schon sehen können. Das sind die Kreishandwerker, die sich hier präsentieren, die Kreishandwerkerschaft. Mit dabei unter anderem Bäcker, Tischler, Maler, Lackierer, Kfz-Mechatroniker, Sanitär-, Heizungs-, Klimatechniker und natürlich nicht zu übersehen die Schornsteinfeger, die sich hier mit präsentieren. Als Ansprechpartner für alle Belange rund ums Handwerk begleitet die Kreishandwerkerschaft mit Beratung bei Existenzgründung, bei Vermittlung von Auszubildenden und noch viel mehr. All das macht die Kreishandwerkerschaft. Nicht nur als großes Kuscheltier der Bernburger Putzbär, nein, auch als tanzender Putzbär. Gleich hinten dran am Trabi, der tanzende und steppende Putzbär. Wir sind bei der Putzbären GmbH. Die Firma bietet Glas- und Gebäudereinigung an und wird angeführt von der Geschäftsführerin Claudia Klein. 70 Mitarbeiter hat die Firma mittlerweile und sie bieten Geschäfts- und Privatkunden rund um die Uhr verschiedenste Leistungen rund um Gebäudereinigung an. Nun begrüßen wir die Volksbank Börde Bernburg EG. Sie versteht sich als verlässlicher Partner in der Region Salzland und Börde, der individuelle Konzepte für Vermögen und Finanzierung in jeder Lebenslage anbietet. Interessierte können sich davon jederzeit in der Filiale in der Friedensallee überzeugen.
So, und unschwer am Outfit zu erkennen, es geht jetzt um American Football. Herzlich willkommen, der SV Belleben 1911 e.V. oder auch anders bekannt als die Salzland Raccoons. Seit 2020 sind sie aktiv mit American Football. Mittlerweile haben sie über 120 Mitglieder und betreiben Leistungssport in einer Herren-Tackle-Mannschaft und in einer Jugend-Flag-Mannschaft. Am 15. Juli laden die Raccoons ein zum Sommerfest nach Belleben. Der große weiße Truck, der hier so laut hupt, der gehört zur Saalemühle Eidsleben. Ich erzähl's Ihnen einfach schon vorher, weil die machen Musik und dann verstehen wir uns alle wieder gegenseitig nicht. Also erstmals dabei die Saalemühle Eidsleben GmbH als Teil der größten familiengeführten Mühlengruppe Deutschlands. Als Marktführer verarbeitet die Saalemühle täglich 1750 Tonnen Weichweizen, Hartweizen und Dinkel. Und dieses Jahr wurde die Saalemühle von der IHK als einziges Unternehmen im Salzlandkreis zum Top-Ausbilder ausgezeichnet. 20 Azubis sind aktuell dabei. Super! Thank you.
Und nach dem großen Truck der Saalemühle sind wir bei der Salzland-Sparkasse angekommen. Seit 1823 in der Region verwurzelt, aktuell 46 Standorte der Salzland-Sparkasse mit 480 Mitarbeitern, die sich im Salzlandkreis um die Belange der Bank kümmern. In diesem Jahr feiert die Salzland-Sparkasse den 200. Geburtstag. Und gefolgt wird der Umzug von Sanitärservice Suschek. Am 7. Juli begeht die Firma das 20-jährige Firmenjubiläum. Unter dem Leitspruch "Alles okay in Bad und WC" kümmern sich 8 Mitarbeiter um die Modernisierung und Neugestaltung von Bädern und Heizungen privater und gewerblicher Kunden. Und große Fahrzeuge geht es hier weiter mit großen Fahrzeugen, nämlich von Jäger aus Bernburg. Als leistungsstarker Unternehmensverbund ist Jäger in Bernburg verwurzelt. Als Teil einer Firma mit 670 Mitarbeitern, lass dich nicht jagen, werde Jäger, lautet das Motto schon seit einigen Jahren, wo die Firma auf Suche nach Mitarbeitern ist, im Bereichen Bahn, Spezial, Ingenieur, Tief-, Rohrleitungs- und Stahlbau. So, und diese Gruppe, die sich jetzt zeigt, ist das evangelische Kirchspiel Peißen Bebitz. Unter dem Motto "Glaube verbindet" feiert die Kirchengemeinde nächstes Jahr den 130. Geburtstag. Und auch mit dabei im Umzug der Anhaltinische Modellbahnclub Bernburg e.V. Der präsentiert die Parkeisenbahn auf dem Anhänger, und zwar im Maßstab 1:22,5. Nachwuchsförderung wird im Verein ganz groß geschrieben. Und die nächsten Ausstellungen finden am 29. Juli sowie am 4. und 5. November in der Grübziger Straße in den Räumlichkeiten des Vereins statt. So, und da sind wir beim Bernburger Karnevalsclub e.V. 115 Mitglieder begrüßen uns hier in diesem Jahr mit der 69. Session. Und mit dabei sind auch das Prinzenpaar Ronny der Zweite und Nadine die Zweite, der Bär Lazi und natürlich auch schon lautstark im Hintergrund zu hören, der Till Eulenspiegel. Die Veranstaltungen 11.11. Rathaussturm, Kinderfasching 3. Februar und Rosen Samstagsparty 10. Februar. So, Glücklich, wenn ich da bin, ist das Lied aus. Wollt ihr noch was erzählen? Nee, soll ich quatschen? Nee, ich mach das immer alles schon vorher, weil du sowieso viel zu laut bist. Sag ich das immer alles schon vorher und dann kannst du ja hier immer machen. Es wäre ja auch schlimm, wenn du es keiner kennen würde, oder? Sing ruhig weiter. Mach. Alles gut. Volle Hütte. Liebe Oberbürgermeisterin, lieber Paul, lieber Hörer, wir wünschen, liebe Rosenkönigin, herzlich willkommen im Amt. Ich wünsche dir ganz, oder wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß und wir haben jetzt einfach noch hier ein bisschen Spaß. Bis später, der Bernburger Karnevalsclub grüßt alle mit einem Reifer. Letzi! 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 Kommt uns für später. So. So, wir versuchen es mal zwischendurch, zwischen beiden Karnevalsgruppen noch ein bisschen was zum nächsten Fahrzeug, zur nächsten Gruppe zu sagen. Das wird nämlich der Karnevalsverein Polai 1985 e.V. sein, angeführt vom Vereinsvorsitzenden Heiko Strube oder auch bekannt als Zwiebelbaron. Zwiebelfest in Polai vom 1. bis 3. September 2023. Ein bisschen leiser machen, dass die Frau Dr. Risto uns auch hört. Frau Dr. Risto, hallo, hier ist Polai. Hallo, hier. Ja. Da vorne.
unser Präsident. Auch unsere Bürgermeisterin und die neue Hosenkönigin. Ein Ball für uns. Pulle! Live! Pulle! Live! Pulle! Live! Auf das wunderschöne Zwiebelfest begrüßen können. Das eine schöner wie die andere. Jetzt frage ich mich, Stefan, ist jetzt schöner? Stefan, weiter bitte. Ja, okay, wir machen weiter. Heiko, das war aber schön. Hallo! Die Hosenkönigin, alles Gute! Hier im Kraftwerk. Zum Stammerosenfest. Schön, dass ihr da seid. So, nach unseren beiden lautstarken Karnevalsvereinen sind wir bei den Flying Ropes angelangt, die fliegenden Seile mit der Trendsportart Rope Skipping. 14 Uhr auf der großen Bühne, können Sie sich mehr davon anschauen, dann sind die Flying Ropes auf der Bühne. 14 Uhr oben auf dem Karlsplatz gibt es noch mehr zu sehen von den Flying Ropes. So, und dann sind wir angelangt beim Friedensfahrtsmuseum. Und zwar die Vertreter auf den Fahrrädern hier. Friedensfahrtsmuseum in Kleinmühlingen. Das ist ein Ortsteil der Gemeinde Börderland im Salzlandkreis. Und wir entdecken die Fritz-Euge-Tour. Historische Räder, blaue Trikots. Das war die Friedensfahrt. Wer Interesse an den Rädern, Trikots und Pokalen hat, der ist herzlich eingeladen, ins Radsportmuseum nach Kleinmühlingen zu kommen. Und musikalisch geht es weiter mit dem Stadtchor Bernburg e.V. Alle Generationen sind herzlich willkommen bei unserem Chor. So, und auch mit dabei mit einem Fahrzeug ist die Bernburger Freizeit GmbH. Seit mittlerweile 30 Jahren betreibt die Freizeit GmbH zahlreiche Freizeit- und Sportobjekte im Bernburg. Und am 24. Juni wird dann das Museum Schloss Bernburg nach dem großen Umbau wieder eröffnet werden für Groß und Klein. So, mit diesen Rufen haben Sie sich schon selbst vorgestellt. Herzlich willkommen der PSV Bernburg e.V. Über 300 Mitglieder, davon 210 Kinder und Jugendliche, die sich in der Leichtathletik, Jiu-Jitsu, Akrobatik, Kindergartensport und im Frauenfitness engagieren. Und natürlich ist der Landesleistungsstützpunkt Leichtathletik zu erwähnen, der beim PSV in Bernburg angesiedelt ist. Und mit einem Traktor und einem Anhänger hinten dran geht es zum Country Club Biendorf e.V. alias die Crazy Bees. Mit Spaß und guter Laune beglücken uns nun die Crazy Bees vom Country Club. Seit 2006 tanzen etwa 20 Mitglieder regelmäßig zusammen und präsentieren sich auf Feiern und Festen. So auch heute ab 13.30 Uhr auf der Bühne auf dem Karlsplatz. Und wer mitmachen möchte oder auch nur mal zuschauen möchte, wie so eine Probe abläuft, donnerstags 19 Uhr im Gemeindehaus in Biendorf kann man herzlich dabei sein. Und wer sich auf der Bühne, wie gesagt, anschauen möchte, ab 13.30 Uhr auf dem Karlsplatz die Crazy Bees. Herzlich willkommen an dieser Stelle auch dem Basketbiers aus Bernburg. Oder Bears, soll ich ausdrücklich hier sagen. Basketbiers steht hier auf dem Zettel. Herzlich willkommen. Aktuell 70 Mitglieder, die sich im Basketball engagieren. In den Altersklassen U12, U14 und U16 nehmen sie am Spielbetrieb bei, während die Seniorenmannschaft auch in der Landesliga Sachsen-Anhalt vertreten ist. Wer sich informieren möchte, basketball-bernburg.de. So, und hier in den weißen Anzügen, das ist das Kampfsportzentrum Bernburg e.V. mit der koreanischen Kampfsportart Taekwondo.
mit einer Vielzahl an schnellen Kicks, oft auch im Sprung oder per Drehung. So können sie sich die Erfolge sichern, unter anderem auch auf Landesebene. Willkommen sind Kinder ab 6 Jahren. Nach oben gibt es keine Altersgrenze. Und dann kann man mitmachen beim Kampfsportzentrum Bernburg. So, wir bleiben sportlich. Mit den Handballern geht es jetzt weiter mit dem SV Anhalt Bernburg. 72-jährige Tradition im Handballsport, das zeichnet den SV Anhalt Bernburg aus. Das Aushängeschild des Vereins ist die erste Männermannschaft in der dritten Bundesliga, aber auch 7 Kinder- und Jugendmannschaften, die dazugehören. Und 3 Seniorenteams sind beim SV Anhalt vertreten. Interessierte können zum Schnuppertraining kommen oder aber auch zum Mini-Spielfest am 24. Juni in die Bruno-Hinz-Halle. Und dann bleiben wir beim Handball. Nach dem Anhalt Bernburg e.V. kommt der Handballförderverein, der die Mannschaft und den Spielbetrieb aktiv unterstützt. Hier ist Bernburg. Hier ist der SV Anhalt Bernburg. Hallo Frau Bürgermeisterin, hallo Silvia, hallo Holger, ich grüße die Stadtverwaltung. So, nach den Handballern sind wir bei den Fußballern der SV Einheit Bernburg e.V. Aber nicht nur Fußball, auch Kegeln ist mit dabei. 275 Mitglieder hat der Verein und etwa 150 davon sind Kinder und Jugendliche, die dem Ball nachragen, insbesondere auch beim Fußball, wie gesagt, aktiv. So, und das hier ist der Ringreitverein Gröner e.V. 40 Mitglieder, die sich um die über 100-jährige Tradition kümmern. 14 Tage nach Pfingsten ist traditionell das Ringreiten, also quasi am nächsten Wochenende ist es dann soweit. Alle Gäste sind herzlich eingeladen zum Tanzabend am Samstag beim Ringreitverein in Gröner. So, und hier mit dem kleinen Roten sozusagen herzlich willkommen der SV Eintracht Blau-Gelb-Peißen im Festumzug mit dabei. In diesem Jahr feiern sie 70-Jähriges. Herzlichen Glückwunsch. Von den 95 Mitgliedern sind es 18 Kinder und Jugendliche. Es gibt 2 Herrenmannschaften sowie eine G- und eine F-Jugend. Und die erste Mannschaft der Männer spielt nach langer Zeit wieder in der Salzlandliga. Weiter geht es mit der Sportgruppe Medizin Bernburg e.V. Seit mehr als 65 Jahren stellt der SG Medizin
für alle Altersbereiche Sportangebote bereit. Frauen, Männer, Kinder und Senioren betreiben Badminton, Volleyball, Gymnastik, Kegeln, Fußball und Tanzen. Im Herbst gibt es wieder einen Tanzkurs für Schulabsolventen. So, und weiter geht es mit dem MBSV Wasserwandern Bernburg e.V. Im vergangenen Jahr 60 Jahre alt geworden und aktuell um die 100 Mitglieder in den Abteilungen Motorboot, Kanu und Drachensport. Drachenbootsport. Seit 2016 vertreten die Saale Drachen den Verein erfolgreich bei Drachenbootrennen in der gesamten Republik. Leider mangelt es aber manchmal an Nachwuchs, deswegen suchen sie noch jede Menge engagierter Leute, die mitmachen möchten. Wer das einmal sich anschauen möchte, am Probetraining gerne vorbeikommen. Außerdem unterstützt der Verein seit 10 Jahren die Kinder- und Jugendarbeit der DRK-Gemeinschaft der Wasserwacht. So, und jetzt kommt das sozusagen erste Mal groß Blaulicht in den Festumzug rein. 2-3 Sachen kommen dann noch im weiteren Verlauf. Jetzt erstmal die DLRG Ortsgruppe Bernburg, seit 16 Jahren in Bernburg aktiv und mittlerweile 140 Mitglieder, die sich hauptsächlich um die Rettung Ertrinkender kümmern möchte. Die DLRG Ortsgruppe bietet vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten außerdem an, und zwar für Groß und Klein, Schwimm- und Rettungsschwimmkurse. Die Ausbildung zum Signalmann oder auch zum Taucher, zum Bootsführer, das kann man alles werden, und neuerdings auch Drohnenpilot. All das braucht man und tut man, um auch beim Katastrophenschutz unterstützen zu können. Ersthelfer können sich auch gern zum Sanitäter weiterbilden lassen. Interessierte können sich auf der Internetseite der DLRG schlau machen oder einfach mal samstagvormittags beim Training in der Bernburger Schwimmhalle vorbeischauen. So, und nach den Schwimmern der DLRG sind wir nochmal sportlich im Umzug dabei. Die SG Neuborna, angesiedelt am Stadtrand im Stadtteil Neuborna, logischerweise, wie der Name schon sagt. Letztes Jahr 60 Jahre alt geworden, 130 Mitglieder in den Bereichen Jugend- und Freizeitfußball, Volleyball, Frauengymnastik und auch Bogenschießen. So, und die Mountainbiker, die wir hier schon gesehen haben, die gehören zum Sportclub Bernburg oder auch zum SC Bernburg. Über 400 Mitglieder hat der Verein, davon fast 200 Kinder und Jugendliche, und geboten werden Fußball, Gesundheitssport, Kinderturnen, Billard, Selbstverteidigung und eben Mountainbiking oder auch Trails genannt. Und außerdem auch ein Lauftreff mit knapp 300 Mitgliedern ist allerdings die Abteilung Fußball das Herzstück des Vereins. Es gibt zwei Männer, eine Altherrin und 12 Nachwuchsmannschaften im laufenden Spielbetrieb vom Sportclub Bernburg. Thank you.
alle zum Sport kommen. So, und dieses Fahrzeug hier gehört zum Bauernverband und auch zur Familie Tilch. Die privaten oder gewerblichen Landwirte der Region wie die Familie Tilch werden vom Bauernverband Sachsen-Anhalt e.V. unterstützt. Mit seinen 11 Kreisverbänden sind sie auf politischer und gesellschaftlicher Ebene verankert. Und die Landwirtschaft ist natürlich eine Herzenssache mit Verstand und deswegen engagieren sie sich auch im gesellschaftlichen Leben. So, und jetzt kommen ein paar Privatpersonen, die hier im Umzug mit dabei sind. Das Fahrzeug hier vorne mit der 45 vorne dran, der Trabi, das ist Ralf Göllner. Der olivgrüne Trabi, das ist der Frank Vogt mit seinem Fahrzeug. Und Trabi Nummer 3, das ist der Holger Dietz, der hier beim Umzug mit dabei ist. Ja, und unschwer zu erkennen sind wir beim Technischen Hilfswerk angelangt und ganz konkret bei der THW Jugend Bernburg e.V., die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Ortsverband Bernburg freuen sich allerdings auch jederzeit über weiteren Zuwachs. Jeder Interessierte, der mindestens 10 Jahre alt ist und sich für Technik begeistert, der ist gern gesehen. Und zwar an jedem ersten Samstag im Monat in der Köthnischen Straße 54. Einfach mal vorbeigehen und hinschauen und sich das Ganze mal ansehen. Das THW freut sich auf euch. Ja, das sind wir. Kann es sein, dass er hoch in die Bernburger? So, und aus Blau machen wir jetzt Rot. Zunächst mit dem Axel Krieger, der hier seinen Feuerwehrschlauchwagen Magirus Deutz präsentiert. 1962 gebaut und 2004 außer Dienst gestellt. Heute noch für Oldtimer-Treffen im Bestand mit dabei. Herzlich willkommen bei unserem Umzug. Auch diese Damen und Herren sind in Rot unterwegs. Die Ortsfeuerwehr Ballberge ist das nämlich und die feiert dieses Jahr 125-jähriges Bestehen und zwar vom 14. bis 16. Juni. Die Ortswehr besteht aus 4 Abteilungen und umfasst aktuell 36 Mitglieder. Auch eine Unterstützung gibt es durch den Feuerwehrverein Ballberge. Der hat nochmal 38 Mitglieder und jeder kann da Mitglied werden und die Feuerwehr in Ballberge unterstützen. So, die Ballberger Feuerwehr, die wir hier gesehen haben mit ihren Fahrzeugen und wir sind jetzt bei den Bernburger Feuerwehr angelangt, beziehungsweise den Bernburger Feuerwehrfahrzeugen. Gibt ja streng genommen nur eine Bernburger Feuerwehr mit ihren diversen Ortswehren und die Bernburger sind jetzt hier vertreten mit der Kernstadt sozusagen, aber auch mit den Wehren aus Aderstedt und aus Gröna. Tja, wer rennt, wenn's brennt? Das sind diese Damen und Herren, die wir hier sehen, inklusive Nachwuchs. Die Bernburger Feuerwehr präsentiert sich hier bei uns beim Festumzug, aber eben auch bei Sonne, bei Regen, bei Schnee, bei jedem Wetter sind die Damen und Herren für sie im Einsatz. Und das Ganze an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden am Tag, ist die Feuerwehr einsatzbereit. Und wenn Sie da auch mitmachen möchten, da auch dort wird Nachwuchs gesorgt. Das Ganze kann man sich zum Beispiel in Bernburg montags immer anschauen, 19 Uhr im Gerätehaus in der Annenstraße. Auch dort
kann man gerne Mitglied werden und aktiv auch bei Einsätzen mitmachen. Nachdem man eine Grundausbildung gemacht hat, ist das auch alles möglich. Aktuell tun das 210 Einsatzkräfte in den 8 Ortsfeuerwehren. Und ja, jeder, wie gesagt, der da auch mitmachen möchte, montags 19 Uhr im Gerätehaus in der Annenstraße. Und wenn der Zug dann gleich weitergeht, dann können wir uns noch die Fahrzeuge der Bernburger Wehr anschauen, die hier mit dabei sind. Zunächst aus den Ortsteilen hier vorne, jetzt direkt vor der Bühne, ist die Aderstädter Feuerwehr mit ihren Fahrzeugen. So, wir hatten es gesagt, die ersten Fahrzeuge waren aus Aderstedt bis zum Boot. Dann das Fahrzeug nach dem Boot, das gehört zur Feuerwehr nach Gröna. Und das etwas größere vor der Drehleiter, das ist dann ein Fahrzeug der Bernburger Feuerwehr, sozusagen direkt aus der Kernstadt. Die Bernburger Wehr, die sich jetzt hier präsentiert, noch zum Abschluss unseres Festumzugs auch. So, zum Beispiel auch im Festumzug nicht zu übersehen, die Drehleiter, wer sich noch erinnert, letztes Jahr auf dem Karlsplatz haben wir sie groß feierlich sozusagen in den Dienst gestellt und seitdem hatte sie auch schon den ein oder anderen Einsatz und